Sumpfboten Nummer 4. Schwierigkeitsgrad A, wie absolut schwer. Oder so. Ja, geschafft. Ja, geht bis jetzt ganz gut. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt ist es vorbei. Ah, da geht mein Mojo flöten. Nachladen schnell. Er ist so gemein. In diesem Kameraschwenk die Zielscheibe noch treffen, ey. Unmöglich. Aber gut, bis jetzt läuft es eigentlich insgesamt sehr gut. Würde ich behaupten. Ah, Alligatoren. Super. Wirklich nur zwei? Ich hätte mit meiner Superwaffe... Könnte ich so viel davon wegschießen. Okay, gut. Ein paar haben wir erwischt. Gut. Was zur Hölle? Ah, sind die jetzt unter Wasser? Ich sehe die nicht. Ist das ein Bug? Hängen wir jetzt hier, weil der Motor läuft komisch? Ich glaube, das Boot ist gerade gegen die Zielscheibe gefahren und hängen geblieben. Und jetzt stimmt halt irgendwie gar nichts mehr. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Shit. Ich glaube nämlich, das ist nicht so gedacht, was hier gerade passiert. Die Zielscheibe mit dem Tier müssen wir dann wohl nochmal suchen. Das war ziemlich sicher nicht so gedacht, was hier gerade passiert ist. Oh mein Gott, ey. Aber hey, hat für Gold gereicht. Nur leider haben wir das Tierschild nicht gesehen. Machen wir das Ganze nochmal und ich muss eigentlich nur das Tierschild finden. Hoffentlich bleiben wir diesmal nicht irgendwo komisch hängen wieder. Ach, dieses Spiel hat einfach alles. Coole Story, witzige Charaktere, nettes Gameplay und absolut lustige Bugs. Perfekt eigentlich. Oh, komm schon! Ah, jetzt muss ich nachladen. Schade. Wenn euch irgendwo dieses komische Spechtschild auffällt, ich sehe es nicht, sagt mir Bescheid. Alligatorschild im Hintergrund, hab's gesehen. So sollte die Tour eigentlich laufen. Das ist natürlich wirklich bizarr, was wir da wieder hatten.
Da bleibt das Boot ewig lang an dem Schild hängen und dann fährt es auf einmal im Turbomodus schnell, schnell über die Ziellinie. Okay. Cool, geschafft. Ich war mir sicher, dass du völlig auf den Krokodilspecht, Quatsch, auf den Korkadenspecht fixiert bist. Ich hätte nicht gedacht, dass du meinen Trick so leicht durchschauen würdest. Aber sie haben doch von Anfang an gesagt, eine Zielscheibe mit einem Tier drauf, Chuck. Ich habe schon damit gerechnet, dass es nicht immer das gleiche Tier ist. Außerdem war die Zielscheibe ganze 3 Meter von mir entfernt. Haben Sie ehrlich erwartet, dass ich so einen riesigen Alligator übersehen würde? Okay, okay. Da habe ich dich wohl ein bisschen unterschätzt. Hier, hast du jedenfalls einen Preis für Level 4. Hochwertiges Seil. Aha. Übrigens, wusstest du, dass Alligatoren mit die stärksten Kiefer im Tierreich haben? Ich frage mich, was für eine Beißkraft ein Alligator wohl erreichen kann. Ein erwachsener Mann kommt auf durchschnittlich 60 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Damit kann man bequem ein Stück von einem dicken Steak abbeißen. Zack, da fällt mir wieder dieser Kerl ein, den wir mal verhaftet haben. Er hatte außergewöhnlich starke Kiefer mit einer Beißkraft von 120 Kilogramm. Wir konnten ihn anhand der Bissspuren überführen, die er auf dem Schädelknochen des Opfers hinterlassen hat. Nach der Verhaftung entdeckte man zwischen seinen Backenzähnen Fasern von Ohr des... Hey, hey, hey! Ich will deine Gruselgeschichten nicht hören. Hier geht es nicht um irgendeinen irren Freak, sondern um ganz normale Alligatoren. Kapiert? Ein Alligator kann mit einer Kraft von mehr als einer Tonne zubeißen. Es gibt sogar Exemplare, die 2 Tonnen erreichen. Ist das nicht der Wahnsinn? Die Sache hat aber einen Haken. Ein Alligator ist so auf das Zubeißen spezialisiert, dass die Muskeln, mit denen er sein Maul aufmacht, extrem schwach sind. In Zahlen ausgedrückt, bringen sie nur eine Kraft von knapp 30 Kilogramm zusammen. Das entspricht in etwa der Greifkraft eines alten Mannes. Ein Einmachgummi um die Schnauze und der Alligator bekommt sein Maul nicht mehr auf. Das ist wirklich... ist das nicht witzig? Du hörst mir nicht mal zu. Du bist wie ein Alligator, spezialisiert auf einen Job, aber dafür hapert es woanders gewaltig. Es gibt noch ein letztes Level. Dann hast du alle meine Spezialtouren geschafft. Sag nicht, dass du jetzt keine Lust mehr hast. Du bist schon so weit gekommen. Ich mach mich dann mal langsam an die Vorbereitung. Komm morgen Nachmittag wieder. Okay, cool. Morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen Nachmittag geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen Nachmittag geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Wir gehen jetzt aber erstmal noch schnell in die Kirche, weil die Quest können wir uns heute vielleicht zumindest noch abholen, wenn wir sie auch schon nicht mehr machen. Aber dann haben wir die und können Dienstag quasi dann die Priesterquest fortführen und dann noch den letzten Schnibbelbibbel. Und dann haben wir Schnuppdibu, Schwabbeldibab, alle Nebenquests erschwurbelt. Schwantastisch.
Schwibbel die Wipp. Schwurbel die Wurbel. Ich finde, man muss im Videospielen einfach manchmal absichtlich langsam gehen. Dann wirkt es gleich viel besser. Tyrant! Beautiful beyond what? Reden wir. Mein armes, verirrtes Schaf, hast du dich denn gut erholt? Ich bin wieder in Topform, danke der Nachfrage. Dank Ihnen durfte ich einen waschechten Schüttelfrost, Schüttelfrost und einen Vollrausch durchleben. Und die Vergiftung erst, da habe ich um ein Haar mein Leben gelassen. Das wird mir bei meinen zukünftigen Ermittlungen sicher nützlich sein. Und dafür hat es sich in jedem Fall gelohnt. Übrigens, Agent York, ich bin gerade dabei, ein kleines Event für die Sonntagsschule vorzubereiten. Der Herr hätte sicher nichts dagegen, wenn du ihm ein weiteres Mal was meinst du? Wie diene ich ihm denn konkret? Der Herr hungert! Und er befiehlt dir, täglich sollst du dich der Frage des Pastors stellen. Drei Fragen beantworten. Drei Fragen. Beantwortest du eine, wird dir am folgenden Tag die nächste gestellt. Ich soll also jeden Tag hierher kommen und eine Quizfrage beantworten. So sprach der Herr. Offenbar möchte unser Vater anhand der Schwierigkeit dieser Aufgabe deine wahren Fähigkeiten ermitteln. Beantwortest du alle Fragen, wird dir für deinen heiligen Dienst eine Belohnung zuteil werden. Nun, mein Sohn, nimmst du diese Aufgabe auf dich? Klar, schießen sie los. Eine gute Einstellung, mein Sohn. Auch der Herr wird dies zu schätzen wissen. Wohlan, bist du bereit? Okay, meinetwegen. Ich bin gespannt, was für Fragen das sind. Die erste Frage. Der Herr begehrt zu wissen, aus wie vielen Zellen besteht ein menschlicher Körper? Antworte, oh mein verirrtes Schaf. Sehr, 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 sehr viele. Nee, 60 Billionen. Weil 6 Milliarden ist garantiert zu wenig. 60. Das sind garantiert Billionen. Preiset den Herrn, diese Antwort ist korrekt. Unser menschlicher Körper besteht aus etwa 60 Billionen Zellen. Auch dir sollte diese Tatsache die Allmächtigkeit unseres Schöpfers nun klar vor Augen geführt haben. Übrigens, wusstest du, dass allein im menschlichen Darm unzählige Darmbakterien leben? Ja. Zumindest von Bifidobakterien oder Milchsäurebakterien hast du doch sicher auch schon gehört. Ehrlich gesagt habe ich noch nie von Bifidobakterien gehört. Aber okay. Von denen sollen im menschlichen Darm mehr als 10 Billionen leben. 10 Billionen! Das ist wirklich faszinierend, Zack. Wenn man allein die Menge an Zellen zugrunde legt, wären wir Menschen die Symbionten unserer Darmbakterien. Ja? Ach so, ich weiß, worauf er hinaus will. Die sind quasi, naja, aber im Grunde, nee. Ja, wir sind ja, das ist ja eine Symbiose. Ich weiß wirklich nicht, worauf er hinaus will. Naja. Jedenfalls helfen die Bakterien ihrem Wirt, also uns, und wir stellen ihnen im Gegenzug einen Lebensraum zur Verfügung. Somit wohnen alle Geschöpfe des Herrn der gleiche Wert inne. Amen. Nun, so viel zur heutigen Frage. Wenn du den Herrn weiter dienen möchtest, komm morgen nach der Mittagsstunde wieder. Einmal am Tag sollen deine Antworten auf die Fragen des Herrn erhört werden.
Ach, Manu, jetzt wären das nur noch 2 Fragen bei ihm und eine Bootstour. Aber ich muss jetzt aufhören. Es geht leider nicht. Ich hätte echt Bock, das heute noch zu beenden. Aber es muss jetzt einfach, es muss für heute leider Schluss sein. Nächsten Dienstag bringen wir es dann zu Ende. Und beginnen wahrscheinlich auch schon mit was Neuem. Mal schauen. Oder wir machen hier wirklich noch, ich weiß noch nicht. Ich mache überhaupt keine Ankündigungen, weil bis nächsten Dienstag kann auf einmal alles wieder komplett anders sein. Deswegen sage ich einfach nichts. Ich sage einfach nur, dass wir das zu Ende bringen nächsten Dienstag. Höchstwahrscheinlich. Mehr sage ich nicht. Ich sage immer, ich rede immer viel zu viel über Sachen, die ich gern machen würde und machen könnte und die ich cool fände. Und dann mache ich sie nie oder viel, viel zu spät. Und dann sind immer alle enttäuscht. Deswegen sage ich einfach gar nichts mehr. Ich sage nie wieder irgendwas. Ich bin ab jetzt einfach still. Silent Gaming. Ich meine, das Spiel soll hier im Mittelpunkt stehen. Ich bin quasi nur das Medium. Ja, es ist schwer zu trennen irgendwie, ne? Der Spieler vom Spiel. Irgendwie wird daraus eine Fusion, weil das Spiel allein ist irgendwie auch nichts wert. Dann sieht man den Titelbildschirm stundenlang ohne Spieler. Das ist irgendwie auch nichts. Tja. So, wo ist denn das Telefon hier? Hier gibt es irgendwo ein Telefon. Speichern könnten wir schon noch schnell. Aha. War eine gute Idee, ins dritte Kapitel zu springen, auf jeden Fall. Das hat uns viel Zeit erspart. Katsching! What else have you seen on that sci-fi movie? Oh, das ist so gut. Noch schnell ein kleines Detail zum Abschluss als Betthupferl. Ich habe euch doch erzählt, wie cool es ist, dass man eben die Figuren verfolgen kann und dass es viele Hinweise drauf gibt. Viele kleine versteckte Hinweise, wie die Figuren jeweils involviert sind. Und wisst ihr, was echt ein cooles Detail ist, auf das ich aber überhaupt nicht gekommen bin? Das hätte man aber echt schlussfolgern können. Dann wäre ich wahrscheinlich schon früher auf den großen Plot-Twist gestoßen. Nämlich bei dem Dialog jetzt gerade fragt er, welchen Film sie noch gesehen hat. Ich habe ihn jetzt leider abgebrochen. Aber welchen Film sie noch auf dem Science-Fiction-Kanal gesehen hat. Und dann sagt sie, naja, diesen einen Film, wo diese blonde Lady gegen den alten Mann kämpft und beide sind Roboter. Und dann sagt er so, ah ja, Terminator, alles klar. Und dann reden sie über Terminator und sie sagt, ja, sie findet Terminator total cool. Und am Mordplatz, also am Opferplatz des ersten Opfers, ja, es ist stimmt. Klingt komisch, aber es ist der Opferplatz des ersten Opfers. Ist ein Graffiti an dem Brückenpfeiler. Und zwar so, dass man eigentlich nur von einem Boot hinkommen würde. So ein Boot, wie eben die Eltern von ihr haben. Und da ist ein Graffiti von so einer Hand, die quasi so aus der Lava rauskommt und da steht I'll be back und das ist ganz deutlich, sind das so Terminator-Referenzen. Und da hätte man schon kombinieren können, dass sie natürlich dieses Graffiti, dieses Terminator-Graffiti an dem Brückenpfeiler gesprüht hat, vom Hausboot ihrer Eltern aus. Vielleicht sogar als die Tat passiert ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hätte man hier schon den Zusammenhang sehen können. Das Spiel ist eben voller so kleiner, neckischer Hinweise. Das ist wirklich, das war der erste Teil eben auch schon schön gemacht. Und das, als ich das entdeckt habe, das fand ich echt richtig cool eigentlich. Als ich da die Kombination sich mir ergeben hat. Fand ich witzig, fand ich cool, finde ich schön sowas. Das Spiel wirkt absolut nicht gepolished und ist es auch nicht und ist technisch sehr grob. Die Liebe zum Detail ist aber trotzdem da, nur anders. In der Erzählung und in den Kleinigkeiten, in den Feinheiten und weniger wie in zum Beispiel The Last of Us in den Animationen und den Gestaltungen. Naja, so, mit diesen Worten möchte ich mich nun von euch verabschieden. Schlaft gut, macht's gut und bis nächsten Dienstag. Ciao, macht's gut, tschüssi.